Und damit ein herzliches Willkommen und Hallo zu einem weiteren Part. Let's Play Trials of Mana. Ich bin es, euer Name ist Muffix. Wir gehen jetzt hier zum schönen Nachbar, denn wir sind hier gerade auf dem Suche nach dem Schrumpfhammer. Wir wollen nämlich hier in die Zitadelle rein, doch diese gilt als Unternehmer und brauchen jetzt hier von einem süßen kleinen Wesen hier Hilfe und müssen uns erst auf seine Größe hier begeben, weshalb wir einen Schrumpfhammer brauchen. Deswegen hören wir uns jetzt am Nachbar um und schauen mal, ob die was darüber wissen. Sobald es dunkel wird, öffnet der Macht. Ja, ich hätte es mir eigentlich denken können. Entschuldigung. Ich wusste es ja. Welcome. Bis zum Abend ausruhen. Dankeschön. Nicht so laut schnarche immer. Das ist alles schade, man, den man so laut schnarcht. So, dann schauen wir nochmal hier kurz in den Topf rein. Haben wir wieder einen schönen Talisman. Da gibt es einen Engelskelch raus. Irgendwie kriegen wir in letzter Zeit wenig Samen, aber wir kämpfen auch irgendwie voll wenig. Hat man schon mal ein paar mehr Kämpfe, aber okay. Zack, jumpen wir hier ein bisschen durch die Gegend und jetzt lasst ihr mich doch rein. So. Hallo? Schade, ich dachte, ich kann einfach hingehen und den kaufen. So, okay. Da ist doch jemand. Ich hoffe, der kostet jetzt nicht irgendwie 10.000. Oh, welcome. Looking for something in particular? I always wanted to set up shop like this. Running a shop isn't as fun as I thought. Well, enjoy your doodads. I think I'll go take a nap. Forest and find the Korriboker village. Coming aboard? Ha! Ist ganz schön teuer, Mann. Ganz ernsthaft. So, wir haben gehört, der Schrumpfhammer ist ein legendäres Artefakt, was nicht mal die Händlergilde beschaffen könnte. Können wir jetzt einer hin? Da muss ich nachts arbeiten, da werden meine Äuglein ganz schwer. Hier könnt ihr einen haben, der ist irgendwie 100 Millionen wert. Schon in Ordnung. So gehört sich das. Naja, ich beschwere mich nicht, Leute. Ganz ernsthaft, ich dachte, ich komme schon wieder. Der kostet 100.000 Gil und wir müssen irgendwo in der Höhle gehen und hier wird schnappen. Aber okay. Weil letztes Mal haben wir ja noch beschwert, dass das mit dem Hin- und Herreisen ist. Aber wenn das so, ihr wisst schon, dass man da mit dem Schiff mal geht, dass man da mit der Kanone geht, ist es voll in Ordnung. Ich dachte, wir müssen jetzt wirklich den ganzen Weg wieder zurücklatschen. Wieder zum Mümmlerwald latschen, wenn wir 100 Jahre ja beschäftigt. So. Dann. Raus geht's. Die Stadt sollte doch eigentlich auch besetzt sein, oder? Interessiert uns nicht. Wir marschieren einfach weiter. In den gefürchteten, grässlichen und unbeschreiblich schweren Mümmlerwald. Denn ihr wisst, was im Mümmlerwald für ein Wesen rumlaufen. Mümmler. Bam, bam, bam. Was bist denn du? Ein Mümmelchen. Oh. Ein furchtbares, schreckliches Monster, gegen das man eigentlich keine Chance hat als Normalsterblicher. Doch irgendwie haben wir es geschafft. So, eigentlich sind wir den Mümmlerwald schon ein paar Mal auf und ab gelaufen, aber nun gut. Machen wir ja gerne öfters. Zack, Mümmlerchen. Weg von dem Taxi. Drehangriff. Boah, Leute, Mann. Schau mal, was das kleine Mümmlerchen da drauf hat. Der haut ja richtig hier was raus. Übrigens, das muss ich jetzt mal sagen. Ich habe mir letztes Mal eine Review durchgelesen von diesem schönen Spiel. Und das mit dem Klassenwechsel, das wurde da zum Glück hier mir gesagt. Es wurde dann im Video gesagt, nämlich,
Ab Level 18 wird man das erste... den ersten Klassenwechsel haben. Das bedeutet natürlich, ich bin gerade richtig heiß, ein bisschen zu kämpfen. Denn dann sollte es uns möglich sein, warst du vergiftet oder hast du es einfach nur so zum Spaß gemacht? So, werden wir hier unseren ersten Klassenwechsel haben. Da bin ich natürlich richtig heiß drauf. So, falsch schon wieder. So, da wurde ich ja gar... Hä? Oh nein, ich bin ja ganz falsch abgebogen. Verdammt, Mann. So, passt. Ist in Ordnung. So, aber ich will jetzt mal wieder einen Bossfight haben, Mann. Die Bossfights sind nämlich immer ganz cool, Mann. Da kann man auch schön Skills raushauen. Und man erhält ja auch schön viele Punkte. Und da muss man mal ein bisschen taktischer hier umgehen, als hier mit dem Möbler, sagen wir mal. So. Und deswegen weigere ich mich jetzt auf bis Level 18 hier nochmal Skillpunkte zu verteilen. Weil vielleicht haben wir Glück und ich kann dann 100.000 Stärkepunkte verteilen. So. Wer ist denn Dom Perry? Du redest aber von Menschen, die ich nicht kenne. Ah, schlecht. Aber ich habe mich gerade so aufs Gift konzentriert, dass ich nicht davon getroffen werde. So. Dann marschieren wir weiter. Und dann haben wir schon unser Ziel gleich allein. Oh, den Ort kennen wir. Das ist nämlich das Plätzlein. Den erst mich gerade mit dem Lächeln. So. Oh. Wo wir das allererste Mal unsere gewährte Fee getroffen haben, ist hier. Dieser Platz ist nämlich hier in der Nähe. Hey. Was that? Gonna work? Also jetzt, meine lieben Freunde, seht ihr da einen großen Unterschied bei Charlotte? Ich nicht, Mann. Sieht doch genauso aus wie vorher. Okay, das finde ich jetzt nett, Mann. Komm schon, ich möchte jetzt sehen, wie die Welt jetzt aussieht. Three do not look familiar. We're new. We just moved here. Nice to meet you. Is it just me, or does something about you smell human? It must be the human I hitched a ride on. Yeah, that's it. Probably got some of his stink on me. Uh-huh. It is hard to avoid those simple, stinky humans. Yeah. Anyway, do you happen to know where we can find Don Perry the Sage? How about you look for the fellow yourself? We gotta ask the other core pokers if they've seen Don Perry. Careful you don't reveal that you're actually big folk.
Hätten wir nicht eigentlich unser Felo schicken können? Dir ist doch auch in der Größenordnung. Oh, ich habe den Umpierde gerade noch mal draußen gesehen. Ach so. Ah, okay, beim letzten Mal, ich habe ja vor ein paar Minuten gefragt, wer. Ich habe Down Perry, ja, stimmt ja, das ist ja den, den man sucht. So. So, alles gefällt mir hier. Aber die Bäume, die hätten größer sein sollen. Also, wisst ihr, dass wir noch ein bisschen merken, dass wir so klein sind. Ich meine, das mit den Grashalmen sieht aber cool aus. Nur Perry? Keine Ahnung. Aber hier drin ist er nicht. Hast du auch in deinen Hosentaschen geschaut? Man sollte immer erstmal in seinen Hosentaschen schauen, nicht, dass man es aus Versehen eingesteckt hat. So. Okay, aber irgendwie ist das Größenverhältnis irgendwie seltsam. Ich meine, die Banane, die ist ungefähr so groß wie wir. Aber der Baum, also ich weiß nicht, das sind dann ungefähr 10 Bananen hoch, also. Naja. Ja, Perry ist wahrscheinlich unterwegs, um wieder Unfug zu treiben. Aber das gefällt mir zum Beispiel mit dem Löffel. Ihr wisst, dass der so riesig erscheint. Ich finde sowas immer nett, so, wo man so klein ist und die Welt dann um einen so riesig ist. So, wo ist mein Doperio? Geschüttelt, nicht gerührt. Und diese Zeit macht der Imperium normalerweise einen Spaziergang. Toll. Jetzt wissen wir, dass er nicht da ist, in der einen Hütte, dass er Schabernack treibt und dass er einen Spaziergang macht. Das ist natürlich eine Angabe, mit der wir richtig viel anfangen können. So, und das sind zwei Kisten, die ich um ein Haar schon wieder übersehen hätte. Hey, Don Perry isn't here? Of course he is. I am he. What? But I asked you if you knew where he was. When you asked, I was taking a turn around the village. I did not know where I would be at any one moment. Oh, what's wrong with this ornery old man? Wow, that's, it's deep, I guess. What? Do you doubt me, youngin? Could you help us, Don Perry? A bunch of mice took over the Coopoco village in Wawant. We thought you might know what the other Coopoco can do to make the mice weave. My! That is dreadful. Laurent, you say? Oh, I have an idea. First, you must locate the wind elemental, Sylphid. But even if we find Sylphid, isn't there supposed to be a wind statue blocking our way? Ah, is that so? Wind is an ever-changing element. But as the world's mana power ebbs, there may be those who have found a way to twist Sylphid's powers for ill. What? The wind is restless. Something may have befallen the statue. Regardless, listen well to what I have to say. From one of the mountain paths in Laurent is the entrance to Gusthorn, a dangerous wind labyrinth. You can traverse the hall by changing the directions of the wind statues to create a path. The rest is up to you. The windstone can be found deep within. There, you may also find Sylphid. Sylphid can spread the sleep spores from the Somnosa Meadow throughout Citadel Laurent to incapacitate the Navarral agents. Wait. You knew we were human the whole time? It was obvious.
If you were Korapoka, you would have known that this is the only settlement of our kind in the whole world. Besides, I can tell that you have a fairy within you. We, Korapoka, can see that you are her chosen one with a single glance. I am not fond of humans myself, but I know that if fairy is here, the world is in dire peril. We cannot turn a blind eye. Pardon my teasing from earlier. I just cannot help myself. Oh, there is no greater joy. Du kleiner, mieser Korapoka. Okay. Das heißt, es ist die einzige Siedlung der Welt. Wir haben aber schon mal so eine Statue gefunden. Die Frage wäre, ob wir dann da auch noch reingehen können. Und dazu ganz herzhaft, wenn das die einzige Siedlung ist und ich weiß nicht, da gibt von mir 50 von denen oder von mir 100, dann kann man so halbwegs den Überblick bewahren. Und die sehen ja doch alle ein wenig anders aus als unser guter Durant und seine Truppe. Dom Perry gave us a good lead. Are you ready to retake Laurent? Auf in den Kampf, genau so ist es, denn wir müssen... Ach, crazy. Das machen wir nur aus unseren persönlichen Gründen. Mir ist doch wurscht, ob ich dir helfen kann. Nein. Allein für dich, Mann, meine wunderschöne Dame. Machen wir das. Schön. Schlecht gezielt. So, fighten wir mal wieder ein bisschen mit Razy. Und komm, Level 18, Mann. Das schaffen wir bald. Bald haben wir's. Jetzt ganz langsam gefällt mir der Angriff doch ziemlich gut. Weil das Coole an dem ist, dass er halt wirklich auf alle Gegner geht. Also, man muss da nicht großartig zielen. Es geht immer auf alle Gegner. Und das ist ziemlich praktisch. So, das wollte ich kurz machen und dann wieder da nach oben. Okay, nett, dass wir schon wieder die falsche Abzweigung hier nehmen. Rollen wir uns durch. Das heißt also, wir können wieder die verdammte Statue nehmen und uns dann da nach oben warpen. Mir geht langsam das Geld aus. Was machen wir, wenn wir kein Geld mehr haben? Dann muss ich latschen, oder? Na. Ja, es gibt ja hier. Scheinbar haben die Mümmler immer irgendwo das Geld eingesteckt. Ich will zwar nicht wissen, wo. Aber zumindest haben sie etwas, damit wir uns hier in die Fortbewegung hier finanzieren können. So. Das schaffen wir jetzt ohne Leben zu verlieren. Genau. 146, ja, man muss schon arg viel Kämpfe inzwischen machen, damit man hier mal ein Level erhält. Aber mal, ja, es gibt ja jetzt auch nicht so viel Bonus immer. Also 10%, mal, wenn wir jetzt 100 Punkte halten, dann halten wir 110, das ist jetzt, klar, wenn man 10 Kämpfe macht, sind das dann schon auch wieder 100 Erfahrung mehr. Ja, aber es ist nicht so schlimm, wenn man da getroffen wird. Aber wie gesagt, ich finde das voll nett, dass man fürs gute Kämpfen belohnt wird. Wenn ich einen Klassenangriff mache, damit einen Gegner eliminiere. Wenn ich schnell bin, wenn ich nicht getroffen werde. Ich finde das echt eine coole Sache, damit man motiviert wird, gut zu kämpfen. So. Nein, zum Waffenhändler gehe ich nicht. Und zwar sterbelt mir der noch wieder etwas. Und ich habe mir jetzt gerade neue Rüstung gekauft. Coming aboard. Abzocker. So, du bist eh mein Erzfeind. Du hast mich nämlich beim letzten Mal nicht hier in die Stadt gelassen. Startest dann mit deiner Wampe da. Hey, du gehörst nicht zu Händler, du darfst hier nicht einreisen. So, jetzt wird mir erklärt, wie man das Kämpfen flieht. Schön. Trotzdem, wenn wir jetzt Level 18 haben, dann haben wir eine neue Klasse. Und wenn wir eine neue Klasse haben, heißt es, wir können hoffentlich wieder alles auf Stärke-Skills machen. Bei Maxi und Razy.
Und ja, okay, bei Schade theoretisch könnte man noch die anderen Skills auswählen. Aber wir lassen uns das jetzt mal ganz ernsthaft. Die zwei Level ist mir das jetzt wurscht, ob ich keine Skills mehr habe. Ich meine, das Normale steigt ja eh Leben und so. Und dass ich jetzt irgendwie dann irgendeine Fähigkeiten nicht habe, die ich eh nicht aktivieren kann, weil ich habe nur zwei Slots für Fähigkeiten, ist mir wurscht. Was mich nur so nervt, dass wir immer noch keine Skills haben. Ich hoffe, wenn wir jetzt auch Level 18 werden, haben wir endlich mal richtige Skills. Weil ich weiß zum Beispiel immer noch nicht, für was Maxi und Reezy MP haben. Sie können ja gar nichts. So, jetzt machen wir noch kurz einen kleinen Abstecher hier rein. Bei unserem Dancer hier. So. Das geht auch so schön schnell dynamisch, das gefällt mir. So, die Puckzeit ist da. Also wie gesagt, mir gefällt das so gut, dass das Spiel einfach schnell ist. Wisst ihr, außer die Ladezeit, wenn man hier rein und raus geht, das ist ein bisschen lang. Aber ansonsten, zack, einfach rein, raus, also ganz ernsthaft. Das Einzige, was mir noch so dynamisch ist, ist wirklich Persona. Da musst du nicht großartig rumreden, du musst nicht eine halbe Stunde Animation anschauen. Und besonders, wenn ich einmal ins Bett gehe, dass ich da mir schauen muss, oh, jetzt geht er ins Bett, dann haben wir noch mal eine halbe Stunde Ladezeit. Nein, einfach zack, zack, zack. Oder wenn ich hier mit dem Schiff fahre, das ist so cool. Dragon Quest 11 war genauso. Ich finde, dieses Spiel hat voll Dragon Quest-Vibes. Erinnert mich irgendwie auch sehr daran. Ist auch ein bisschen so stilistisch ähnlich zumindest. Dieser bisschen kunterbunte Stil könnte aus dem Spiel stammen. So, da unten waren wir noch gar nicht. Aus gutem Grund. Ein magisches Seil und das war's. Was ist denn das? Hättest du darauf wetten können, dass das so ein Kaktus ist. Okay. Gut. Wenn der Kaktus uns nicht will, dann will ich ihn halt auch nicht. Puh. Jeder Kaktus für sich selbst, würde ich mal sagen. Die sehen auch so putzig aus. Scheiße, Jan. Jeder Gegner. Ich habe immer echt Mitleid, wenn ich einen Gegner bekämpfe. Ich meine, die sehen immer so putzig aus. Sieht an, das ist so ein kleiner, fetter Vogel, Mann. Und man kann doch keinen kleinen, fetten Vogel einfach so flapp machen. Das gehört sie nicht. Auch in sein Nadelschnabel. Nee, da fühle ich mich schlecht, wenn ich die armen Gegner hier bezwinge. Nur bei euch fühle ich mich nicht schlecht. Die Ritter mag ich nämlich nicht. This is my fight. No need to trouble yourself. Verdammt, Mann. Jetzt. Was spiele ich denn gerade? Ich weiß gar nicht, was. Final Fantasy 7, genau. Und ich wollte. Ich war gerade zu 100% in der Annahme, dass ich diesen Schlag blocken kann. Aber du kannst auch echt schwer ausweichen. Aber jetzt sind sie zu tragisch. Ja, wir sind auf einem guten Level, wie gesagt, weil man hier immer schön die Gegner mitnimmt. Und jetzt jeden zweiten Random Encounter überspringt. Dann muss man sich da echt nicht allzu viel große Probleme machen, also zumindest aktuell. Du kannst ja auch im Endeffekt nicht großartig verskillen, weil es gibt ja aktuell so wenig Skills. Ich beeil mich doch! Es tut mir leid, ich bin leider nicht so schnell. Man muss immer nur im richtigen Moment übrigens den Charakter wechseln. Dann kriegt man nie Schaden ab. Am meisten stehen sie ja alle nicht auf einem Fleck. So, Durant ist Stufe 17, das heißt ein Level noch. Leute, im nächsten Part werden wir es dann wahrscheinlich hinbekommen. So. Gut, also dieses Böllhalla, nicht Valhalla, Böllhalla ist auch natürlich gut, müssen wir nun wandern. Da gab es aber mehrere Eingänge, die Frage ist natürlich, welchen Eingang wir nehmen. Ach, wir nehmen einfach den ersten, oder? Wenn es das Spiel, das dir vorgibt, dann vertraue ich ihm. Die Binnenwanne.
wurden in die Mannstadt eingesperrt, da diese Bestien der Zerstörung die Welt bis ans Rand des Abgrunds gebracht haben. Oh mein Gott, die müssen wir wahrscheinlich auch irgendwann noch bekämpfen. Böhalla. Oh, schau dir den kleinen Teufelchen hier an. Und einfach so ein ganz normaler Adler, der da rumfliegt. Jetzt gehen wir und zerstören wieder alles. Sicher, dass wir die Guten sind? Also jetzt mal ganz ernsthaft. Irgendwie fühle ich mich schlecht. This is my fight. No need to trouble yourself. Das sah jetzt so aus, als wäre in der Mitte, als würden die Zombies in der Mitte hier irgendeine Frau fressen. Haben sie ja Harpy in der Mitte gehabt. Und ich hätte darauf wetten können, dass die eigentlich mit, dass sie die fressen wollen. Aber nö, die verbünden sich gegen mich. Scheinbar mögen Harpien mögen Zombies keine Harpien. Naja, aber wieder was Neues gelernt. So, und kommt jetzt ein Wind? What? The wind statue is... Oh no! Someone might be after Silphid like Dom Perry feared! Hurry! Ich eile, aber mit Weile. So, okay. Dann... Ah, da werden wir jetzt hier weggeblasen. Müssen wir erst was mit dem Windstatue machen. Das machen wir aber nicht mehr in diesem Bad. Denn im nächsten Bad geht es dann weiter. Wir werden dann schauen, dass wir hier Sylph oder im Deutschen eben Chin und schnappen werden. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und wir sehen. Ciao.